Willkommen. Für die auf der Kamera, die Slides sind auch auf Speaker Deck. Mein Name ist Stefan Wintermeyer. Meine E-Mail-Adresse ist hier. Die restlichen Daten kann man sich ganz gut ergoogeln. Ich spreche heute über Web-Performance. Hi. Ganz wichtig, um die Erwartungen direkt mal ein bisschen einzudampfen. Wir werden heute nicht den Gipfel besteigen. Ich zeige ein bisschen, wo im Basecamp die wichtigsten Sachen sind. Und dann kann man sich nachher selber mal eine Route zusammenbasteln. Aber das Thema ist doch recht komplex und das kann man nicht mal eben gerade in 30 Minuten zusammenfassen. Frage, warum muss ich mich überhaupt mit Web-Performance beschäftigen? Ich habe Wichtigeres zu tun und wir wissen ja alle, Content ist eigentlich das Einzige, was wirklich zählt. Das Problem ist, dass es gibt viele Webseiten, die sind ähnlich wie andere. Und wenn ich zwei Webseiten habe, die ähnlichen Content haben, dann gewinnt die, die schneller ist. Die Google-Leute haben ein interessantes Experiment gemacht. Also erstmal haben die natürlich den riesen Vorteil, dass die enorme Datenmengen haben. Plus, dass die keinen fragen müssen, die machen einfach. Das ist eine schöne Kombination. Man sieht hier, das ist die Geschwindigkeit einer Webseite. Das heißt, hier, das wäre jetzt langsam und hier, das wäre jetzt schnell. Und bottom line, pro Sekunde Langsamkeit habe ich eine erhöhte Bounce Rate von einem Faktor von 0,65. Oder andersrum, jede Sekunde kostet mich ungefähr 5% Conversion Rate. Das ist mal ein ganz gutes Argument, wenn man mal mit Leuten sprechen muss, die das Geld überweisen. Warum ist das so? Das sind uralte Zahlen von 93. Da hat jemand eine Untersuchung gemacht über, also wie sich GUIs anfühlen oder wie sich also gar nicht mehr GUIs, wie wir sie heute kennen, sondern wie sich Feedback von Maschinen anfühlt. Und dabei wurde herausgestellt, dass alles bis 100 Millisekunden ist halt direkt, das merken wir gar nicht, und dann wird es halt immer langsamer. Und jeder kennt es, man ruft auf dem Handy eine Webseite auf und irgendwann sagt man, naja, so wichtig war es jetzt doch nicht. Dann machen wir was anderes. Das heißt, wir spielen hier, also die meisten Webseiten spielen in dieser Liga hier und bei den 1 Sekunden, da fängt es schon problematisch zu werden. Und wer sich schon mal Gedanken gemacht hat um den Erfolg von Google, einer der Gründe ist, Google ist verdammt schnell. Google liefert die Seite schon aus, bevor sie das Suchergebnis überhaupt haben. Das heißt, die wissen, eine Suche dauert, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 200 Millisekunden, sagen sie sich, naja, die müssen mir ja nicht warten, die können mir schon mal, da können wir schon mal die Pipeline befüllen. Das heißt, Google schickt schon Informationen raus, bevor die Suche überhaupt fertig ist. Auch wieder ein Google-Experiment, das haben die Bing-Leute aber auch gemacht. Die haben einfach mal eine Usergruppe definiert und gesagt, wir verlangsamen für diese User die Websuche. Und nicht jetzt irgendwie um Sekunden, sondern um 100, 200, 400 Millisekunden, wo jeder sagen würde, naja, was soll das schon verändern? Aber siehe da, hier für diese Zahlen, also wenn das jetzt kein Experiment gewesen wäre, dann müssten für diese Zahlen sicherlich Köpfe rollen. Weil Leute suchen tatsächlich weniger. Was ich aber noch interessanter finde, ist, wie lange es dauert, bis diese Veränderung im Userverhalten eintritt. Das heißt, ich mache eine Webseite langsam oder schnell und ich habe nicht direkt am nächsten Tag im Google Analytics neue Zahlen, sondern es dauert eben 4 bis 6 Wochen, bis ich das Ergebnis sehe. So lange braucht diese abstrakte Usermenge, um sich daran zu gewöhnen und um das Verhalten zu ändern. Und das ist eine Sache, das kann man sich nicht aussuchen. Also mein Tipp nach dem Vortrag ist mal, selber darauf zu achten, an so Sachen wie Aufzugknopf oder Knopf bei der Ampel oder auch eben, ich rufe eine Seite auf dem Handy auf. Ab wann verändere ich was? Ab wann probiere ich den Knopf nochmal zu drücken? Oder ab wann rufe ich die Seite oder breche ich den Seitenabruf ab? Wenn man sich darüber mal Gedanken macht und da mal mit offenen Augen durchgeht, dann merkt man, wie viel das Gehirn eigentlich entscheidet, ohne dass man es selber
aktiv, quasi ohne, dass man aktiv mitmischt, sondern das passiert einfach und man muss sich an diese Zahlen hier gewöhnen. Ein schöner Seiteneffekt, fast immer kann man Hardware sparen. Ganz einfache Sache, wenn eine Webseite heute in, sagen wir mal, 5 Sekunden geladen wird und morgen wird sie in, sagen wir mal, 2 Sekunden geladen, ist logisch, dass der gleiche Webserver mehr Seiten verarbeiten kann. Das heißt, ich kann mit einer, wenn ich die Web-Performance-Optimierung durchführe, habe ich am Ende des Tages meistens Server übrig, die ich wegschmeißen kann. Das ist mal ganz nett. Okay, jetzt die Frage, was ist denn überhaupt schnell? Wir müssen ja irgendwie mal eine Definition machen. Wir haben noch diese Tabelle von dem Nielsen im Gedächtnis. Schnell muss auf jeden Fall irgendwas unter einer Sekunde sein. Und was auch wichtig ist, 25% aller Webzugriffe heute kommt von mobilen Devices, also sprich Handy, sprich 4G, 3G, sonst was. Ich spreche also jetzt hier von einer Zahl, die auf einer 3G-Verbindung zustande kommt und was den Viewport ausmacht, sprich das, was ich jetzt hier auf dem Handy direkt sehe, also diese Fläche. Mir ist jetzt erstmal egal, wie lange es dauert, hier unten was darzustellen. Das sehe ich ja nicht direkt, sondern ich möchte hier diese Fläche mit Leben füllen. Und da sind 1000 Millisekunden, sprich eine Sekunde Gold und 1 bis 2 Sekunden ist Silber. Und darüber, ja, schön, dass ihr da seid. Und das hängt eben mit dieser Kurve hier zusammen. Deswegen auch, wenn, also ich habe manchmal Kunden, die sind weit hier. Und dann freuen die sich über eine Ersparnis von 1, 2 Sekunden, die sie sich selber erarbeitet haben. Ja, hier kann ich auch 5 Sekunden mehr erarbeiten und da kann ich mir keine neue S-Klasse von bestellen. Wenn ich aber hier bin und ich habe hier eine halbe Sekunde Ersparnis, dann kann ich mir vielleicht auch noch 2 S-Klassen bestellen. Okay, wie lange dauert es, eine einfache Webseite darzustellen, um ein Gefühl zu bekommen? Eine einfache Webseite, das ist jetzt die minimalste Webseite, die ich mir vorstellen konnte. Die habe ich auch auf dem Demo-Server liegen. Die wird jetzt ungesippt ausgeliefert. Also ich habe keine Kompression auf der Verbindung. Das ist der HTML-Code. Wie gesagt, wesentlich einfacher geht es nicht mehr. Diesen Icon-Bereich habe ich auch eingemacht, damit er nachher nicht noch eine zweite Datei zieht. Es gibt ein Tool, das heißt webpagetest.org. Das ist frei im Internet verfügbar. Da kann ich mir einen Server aussuchen, also zum Beispiel in Frankfurt oder sonst wo. Und dann geht er durch und ich habe das jetzt hier ein bisschen schneller gemacht. Ich werde es aber gleich noch abkürzen. Ich habe dann hier gleich als Ergebnis einen sogenannten Wasserfall. Das heißt, das ist das, was der Browser macht. Ich klicke jetzt hier gleich in dem Video rauf. Genau, das hier ist der Wasserfall unten. Und ich habe jetzt nur eine Datei, das heißt, ich habe hier nur eine Linie. Und um das mal vergleichbar zu machen, habe ich mal 3 verschiedene Standorte ausprobiert. Also ich habe die Webseite von Frankfurt aus downgeloadet, von San Francisco und von Sydney. Und wir sehen, in Frankfurt fängt diese Seite nach ungefähr 300 Millisekunden an zu rendern. In San Francisco nach ungefähr 500 und Sydney nach ungefähr 1500. Immer die gleiche Seite, immer 8 DOM-Elemente. Der Speed-Index ist eine künstliche Zahl, die ungefähr in Millisekunden anzeigen soll, wann der Viewport fertig gerendert ist. Das ist aber eine künstliche Zahl. Das ist jetzt hier, das ist hart gemessen. Das hier ist eine künstliche Zahl. Aber sie gibt uns mal eine gute Idee. Jetzt, um einen Vergleich zu machen, machen wir eine größere Seite. Ich habe also jetzt hier nicht 1P, sondern ich habe 10 Ps. Das ist jetzt mein HTML-Code dazu. Wenn ich das aufrufe, habe ich diese Zahlen hier. Und wenn ich die miteinander vergleiche, dann sehe ich, ich habe hier ungefähr 3 Millisekunden, ich habe da ungefähr 3 Millisekunden, ich habe hier ungefähr 5, 1500, 1500. Warum benötigen die zwei Dateien oder die zweite Datei nicht mehr Zeit? Ich meine, das ist fast 10-mal so viel Inhalt. Der Grund liegt an HTTP 1.1 und TCP. Das heißt, man muss ziemlich tief reingehen, um dieses Phänomen zu verstehen. Was passiert bei diesem Seitenaufruf? Der Client, also der Webbrowser oder das Betriebssystem darunter,
sagt erstmal, okay, ich muss eine Verbindung zu der IP-Adresse aufbauen und schickt ein Sync raus. Der Server sagt dann, Sync acknowledged. Das geht dann wieder zurück. Dann erst sagt der Client, okay, acknowledged und gib mir doch bitte diese Index-HTML-Datei. Das geht also in einem Rutsch. Dann sagt der Server, kein Problem, kannst du haben, aber ich bin ja nicht blöd, ich gebe dir nur erstmal die ersten 10 Segmente. Das sagt der Server nicht, das sagt das TCP-Protokoll. Das ist TCP Slow Start. TCP Slow Start stellt sicher, dass auf der Gegenseite zum Beispiel kein Bufferüberlauf passiert. Und das ist im Kernel verankert. Da kann ich nichts dran drehen. Das ist ein RFC. Wenn ich diese 14 KB habe, dann schickt der Client wieder zurück, acknowledged. Und dann sagt der Server, okay, jetzt warst du so brav, jetzt schicke ich dir die doppelte Menge. Also ungefähr 28 oder 29 Kilobyte. 20 Segmente zu je 1460 Bytes. Dann sage ich wieder, super, acknowledged, habe ich bekommen. Und so geht das weiter. Also diese Zahlen hier, die Zahl wird immer verdoppelt, bis irgendwann mal an irgendeiner Stelle das Limit der Verbindung habe, das ist das Maximum, dann bekomme ich ein Problem und dann geht er wieder einen Schritt zurück. Das ist TCP Slow Start. Das Problem, was ich nur habe, das kostet mich alles Zeit. Ich habe ja diese Roundtrips, ich habe jetzt mal als Beispiel gesagt, dass eine so eine Verbindung 40 Millisekunden dauert. Dann sehe ich, dass ich für 28 Kilobyte 280 Millisekunden brauche. Dann wird auch klar, warum der arme Mensch in Sydney so lange auf die Webseite warten muss. Und da können wir nichts dran machen. Also das ist nichts, was wir beeinflussen können. Das hier sind diese Treppenstufen. Ich habe also im ersten Roundtrip 14K, dann habe ich 29K und so weiter und wird immer mehr. Und wenn wir sagen, okay, Gold ist für uns 1000 Millisekunden, dann ist das hier wirklich wichtig. Für den Film auf Netflix ist das unwichtig. Weil ob der jetzt eine Sekunde früher oder später anfängt, das ist völlig wurscht. Und der pendelt sich sehr schnell ein, dass er diese maximale Bandbreite hat. Für unsere Webseite ist das aber wichtig. Ilya Grigorik von Google, Web Performance Papst, hat dazu mal eine Grafik gemacht. 70% der Zeit, die wir brauchen, um eine Webseite darzustellen, vertempern wir im Netzwerk. Bei HTTP zählt nur die Latenz. Die Bandbreite ist irrelevant. Ob der Mann oder die Frau in Sydney eine ISDN-Verbindung hat oder Glasfaser direkt in die Vene reinbekommt. Völlig wurscht. Dem sein Problem ist das Glasfaserkabel von Frankfurt bis nach Sydney. Das läuft nämlich mit Lichtgeschwindigkeit und wir haben noch nichts Schnelleres gefunden. Jetzt wieder auf diese 25%, die ja eher mehr wären. Meine Größenidee zu geben, wie viel Download-Bandbreite ich auf diesen verschiedenen Geschwindigkeiten habe. Und im Hintergrund muss man mal sagen, für uns relevant ist die Latenz. Dann muss man auch bedenken, selbst wenn jemand einen LTE-Vertrag hat und er hat die LTE-Hardware und so weiter, er hat ja nicht immer LTE zur Verfügung. Oft geht das Handy ja dann wieder auf 3G zurück. Und in Deutschland ist das in ungefähr 50% der Fälle, in 50% der Fälle gehe ich auf 3G zurück. Das heißt, für mich hängt die Web-Performance mit dem Erfolg auf 3G ab. Mit allen Problemen da drin. Und dann muss ich mir, um wieder diese 1000 Millisekunden da reinzuzoomen, muss ich überlegen, ich muss erst einen DNS-Lookup machen. Also ich gebe ein, tolle Webseite, DE. Dann muss ich das erstmal auflösen, eine IP-Adresse. Dauert ungefähr 2 Millisekunden. Dann muss ich diese TCP-Connection machen, das ist dieses Acknowledged und dieser Three-Way-Handshake, auch wieder 200 Millisekunden. Dann muss ich ja die Seite erstmal abrufen mit einem Get-Request. Also, dass ich dem Webserver sage, gib mir bitte die Index-HTML, wieder 200 Millisekunden. Das heißt, am Ende, ich habe noch 400 Millisekunden übrig, um überhaupt irgendwas zu machen.
Und da kann ich noch so toll programmieren auf dem Server oder ich kann die tollsten, ich kann der JavaScript-Guru sein. Das nützt mir alles nichts. Diese 600 Millisekunden, die kann ich mir nicht herprogrammieren. Die sind da. Und die habe ich auch nur dann, wenn der Mensch in Deutschland ist. Und zu den Unterschieden innerhalb von Deutschlands komme ich auch noch gleich. Okay, wie wird denn so eine Webseite überhaupt vom Browser gerendert? Das muss man nämlich auch wissen. Ich habe natürlich als erstmal diese Netzwerkschicht. Die Daten müssen ja irgendwo reinkommen, klar. Dann als erstes wird ja immer die HTML-Seite geladen. Das heißt, das ist auch das, was der Browser als erstes macht, nämlich den DOM. Als nächstes macht er den CSS-OM, mehr oder weniger das Gleiche, nur halt für CSS. Bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ein Pixel auf dem Bildschirm. Nicht ein Pixel. Dann sagt er sich, vielleicht habe ich ja noch JavaScript. Wir wissen ja alle, JavaScript kann ganz tolle Sachen machen. Das heißt, ich gucke erstmal nach, was macht denn dieses JavaScript und Und erst wenn ich diesen Schritt auch noch durch habe, dann erst, jetzt male ich mal was auf dem Bildschirm. HTTP lädt diese Dateien, die ich benötigt, prinzipiell seriell runter, aber die Webbrowser-Hersteller haben sich ja dann irgendwann gesagt, wir sind nicht völlig blöd, wir können ja auch mehrere Verbindungen gleichzeitig aufmachen. Und da hat man sich so auf ungefähr 6 geeinigt. Und jetzt kommt natürlich immer wieder die Frage, naja, vielleicht sind die nicht blöd, aber ich bin ja noch viel, viel intelligenter. Ich mache nicht 6, sondern ich mache mehr. Und dann komme ich auf dieses Problem hier. Wenn ich mehr Connections mache, auch mit mehreren Domains, also Domain-Sharding, komme ich immer wieder an ein Netzwerkverstopfungsproblem. Das heißt, das skaliert nicht. Ich kann dieses System nicht austricksen. Mein Beispiel. Das hier ist die, das hier ein Twitter-Client und ich habe hier einen Tweet von der Rheinzeitung, das ist eine lokale Zeitung im Koblenzer Raum. Und jetzt frage ich mich, wie lange dauert das denn jetzt wohl, wenn ich auf diesen Tweet draufklicke, also auf diese, hier auf diesen Link, bis ich die Seite auf meinem iPhone sehen kann. Probieren wir das mal aus. So. Jetzt ist mir aber aufgefallen, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich war auf dem WLAN. Ich habe ganz vergessen, das auf 3G umzustellen. Also stelle ich das auf 3G um. Diese Weichen sind einfach super gut. Jetzt sind wir schon ganz gut dabei. Jetzt kommt nur noch gleich unten die Werbung. So, jetzt haben wir die Werbung. Es ist jedem klar, dass das problematisch ist. Und das ist eine Seite, die könnt ihr heute so aufrufen. Die ist heute noch genauso. Nur mal, um eine Idee zu geben, was jetzt ein anderes Extrem wäre. Ein Tweet mit einem Link auf die amuma.de-Seite. Das ist die Seite von meiner Firma. Ich klicke da drauf und habe innerhalb von 3 Sekunden den Viewport mit Inhalt. Jetzt würde ja jeder sagen, ja, 3 Sekunden, eben hast du gesagt, 1000 Millisekunden. Das ist ja hier eine schwache Leistung. Ich kann das so nicht schneller machen, weil ich ja über Twitter gehe. Twitter muss die URL ja selber erstmal auflösen. Ich muss die Verbindung zu Twitter aufbauen und so weiter. Wenn ich die URL direkt oben eingegeben hätte, also hier www.amuma.de, dann wäre ich innerhalb dieser 1000 Millisekunden, hätte ich den Inhalt gehabt. Aber dieser Umweg über das Social Media Gedöns kostet mich Zeit. Und da muss man auch immer, das muss man immer im Hinterkopf halten, weil das ist ja heute ein ganz, ganz wichtiges Medium. Jeder Link auf Facebook, jeder Link auf Twitter und sonst wo dauert mehr Zeit. Komme ich zu Google Analytics, das Tool, was wir dann auch immer alle benutzen, oder die meisten. Ich habe jetzt hier Zahlen genommen aus dem Juli diesen Jahres für die amuma.de-Seite.
Average Page Time, Load Time 1,68 Sekunden. Da würde jeder sagen, ja, das ist ja jetzt nicht mehr Gold, das ist ja jetzt schon Silber. Und das Problem ist der Durchschnitt hier. Ich gehe jetzt mal tiefer in die Daten rein und mache das mal auf Länderbasis. Und jetzt sehen wir, also für meine potenziellen Kunden in Norwegen, Schweden und Finnland, boah, die Seite ist richtig flott. Für meine potenziellen Kunden in China, nicht so sehr. Dieses Average macht natürlich alles rein. Also ich habe jetzt hier mal die, ich weiß nicht, wie viele Länder es insgesamt sind. Ich glaube, da sind in der Mitte fehlen 40 Länder. Logischerweise geht das so hoch. Ich habe jetzt nur mal die drei Extreme auf beiden Seiten rausgeholt, um das Gefühl dafür zu zeigen. Wenn ich mir jetzt nur die Average Page Load Time von Deutschland rausziehe, bin ich bei 0,75 Sekunden. Das ist ein gutes Ergebnis. Aber auch da kann man noch mal tiefer reintauchen. Und wir sehen, in Deutschland gibt es auch Regionen, die eher schlecht angebunden sind und Regionen, die eher gut angebunden sind. In Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz ist die Seite ungefähr dreimal so schnell wie in Bremen. Das Fazit daraus ist, man darf sich von diesem Durchschnitt nicht einlullen lassen. Meine Seite liegt auf dem CDN in Frankfurt und sonst wo. Also da, ja, also das ist nochmal eine ganz andere. Das ist so, ich mache heute nur unten das Basecamp. Ich mache jetzt nicht die Spitze. Ich habe das CDN deswegen genommen, weil ich den armen Menschen in Sydney auch bedienen möchte. Aber du siehst auch in China, da nimmt mir das CDN auch nichts mehr. Fastly. Ja, aber ich habe auch nicht die Zeit, jeden Tag das zu ändern. Also ich habe jetzt den genommen, der mir, also wie gesagt, die chinesischen potenziellen Kunden sind für mich, die sehr am Herzen liegen, die mir. Aber die Deutschen schreiben mir eher mal eine E-Mail. Wichtig für mich ist, um die Frage nochmal komplett zu beantworten, ich werde jetzt auch bald auf HTTP 2 umstellen. Und dann habe ich wieder ein ganz anderes Problem. Aber glücklicherweise habe ich den Fokus auf die deutschen Kunden. Und dann kann ich das ein bisschen mehr... Na, aber es ist ein Problem. Diese ganze Web-Optimierungsgeschichte ist was, das muss man quasi jedes halbe Jahr wieder neu anfassen und sich neu angucken. Das macht man nicht einmal für die nächsten 10 Jahre. Ich lebe davon, deswegen, ich will mich nicht beschweren. Jetzt habe ich gedacht, was machen wir noch für ein Beispiel? Und habe so auf meinen Rechner geguckt und habe mir gedacht, ach komm, dann machst du mal die Frostcon-Seite. Das habe ich am Mittwoch dieser Woche gemacht. Laden wir die mal. Das ist jetzt eine DSL-Verbindung. 3,7 ist jetzt okay. Wie gesagt, ist eine DSL-Verbindung. Wer auf 3G wesentlich langsamer, ist jetzt auch kein Goldstandard. Aber ich will mal zeigen, wie man jetzt dahin kommt. Ich habe die Seite dann mir in Webpage-Tests aufgerufen. Das ist der Wasserfall. Wichtig ist für uns jetzt erstmal, das erste Mal, dass der Browser was rendert, ist nach 2,2 Sekunden. Und die Seite ist fertig nach ungefähr 3,7 Sekunden. Wir wollen beide Werte verbessern, aber der Wert hier ist noch am wichtigsten, weil das ist das, wenn ich erstmal sehe, ah, da passiert was, dann ist das schon mal die halbe Miete. Ich gehe also jetzt hier durch diese 30 Dateien durch. Mal gucken, was wir machen können. Das fängt schon mal mit einem absoluten Albtraum an, nämlich mit einem unnötigen Redirect. Ich gehe auf die Webseite und der Webserver sagt mir als erstes mal, na, bist hier völlig falsch. Das, was du sehen willst, das ist auf Startseite /. Und das ist so unscheinbar, macht man sich gar keine Gedanken drüber. Aber das kostet mich mal eben gerade 200 Millisekunden. Auf einer DSL-Verbindung.
Das kann ich anders lösen. Ich weiß nicht, was für ein Webserver dahinter ist. Ich nehme einen Nginx oder einen Apache. Ich kann das auf dem Server entsprechend konfigurieren, dass mir die Seite von dieser anderen URL, wahrscheinlich aus dem CMS oder sonst wo, auf diese Index.html ausgeliefert wird. Also ein Redirect will ich nicht haben, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ein Redirect macht Sinn, wenn ich eine URL-Struktur völlig umstelle. Dann will ich natürlich, dass Google und meine User auf der neuen Struktur nicht verloren gehen. Da will ich Redirects haben. Aber nicht, weil ich einfach zu faul bin. Entschuldigung, ich hoffe, da ist jetzt keiner hier. Das zu ändern. Das nächste ist, ich habe 5 CSS-Dateien. Die blockieren mir alle wertvolle TCP-Verbindungen. 6 Verbindungen werden aufgebaut gleichzeitig. Da habe ich jetzt 5 von verbraten mit CSS-Dateien. Jeder, der sich ein bisschen mit HTML und CSS auskennt, weiß, man kann das in einer Datei zusammenpacken. HTTP2, andere Geschichte. Das will ich also in einer Datei zusammenpacken. Als nächste, das gleiche wieder mit JavaScript. Kann ich auch eine Datei draus machen. Wir haben also jetzt 3 Bausteine zusammengefasst, die die Seite schon mal sehr viel schneller machen würden. Dann, ich habe es auch gar nicht geglaubt, diese Dateien hier, also das hier, ist hier unten Time to First Byte. Das ist die Zeit, die der Webserver damit verbringt, zu überlegen, was er denn jetzt ausliefert. Und ich kann so viel sagen, jQuery 1.8.0, das ist eine klare Ansage, da muss man ungefähr wissen, was man ausliefert. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Ich habe diese Lücke immer mal wieder bei anderen Dateien. Also da muss irgendwas im CMS oder im Asset Management passieren, dass der nochmal überlegt, ob er die Anzahl der Primzahlen überprüft oder so. Und das ist eine ganz üble Falle hier, weil da habe ich tatsächlich mehr als eine Sekunde vertempert. Weil der Browser rendert jetzt noch nicht. Dann Grafiken optimieren. Eben war ein super schöner Vortrag zum Thema JPEG. Also wer den nicht gesehen hat, der soll sich das nochmal auf dem Video angucken. Das war wirklich sehr interessant. Meine Devise ist, Kleinvieh macht auch Mist. Ich habe jetzt mal die Grafiken, die auf dieser Webseite sind, bei Kraken.io, das ist ein deutscher Anbieter, der da einen Service für anbietet, optimiert, lossless und einfach blind rein, ohne irgendwie nachzudenken. Und insgesamt sind das, glaube ich, 10 oder 11 Dateien und ich habe uns unten eine Optimierung von fast 20%, 19,75%. Keine Ahnung, wie oft diese Webseite an diesem Wochenende aufgerufen wird, aber dass diese 20% einen Unterschied ausmachen, das sollte jedem klar sein. Und das ist eine Arbeit, die hat ungefähr, ich habe es nicht gemessen, aber ich würde sagen, 5, vielleicht 6 Minuten gedauert. Da darf man sich nicht zu schade für sein. Äpfel, Birnen. HTML, erstmal, ich habe das HTML unkomprimiert downgeloadet. Normalerweise würde man das komprimieren. Und das ist viel schneller und auch was ganz anderes. Hier diese Grafik, die muss ich ja irgendwann downloaden, zum Beispiel eine HTML, also diese Grafik hier, Kopfbild 1 JPEG. Das ist dieses Hintergrundbild. Und das muss ich einfach downloaden und das dauert einfach seine Zeit. Wenn das aber 20% weniger, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das ist kaum weiter zu optimieren, zumindest nicht lossless, dann spare ich mir die Zeit. Mist, jetzt habe ich auf das Schild geachtet. Ich soll die Frage wiederholen.
Also erstmal möchte ich sagen, super Frage. Es ging, glaube ich, um die Anzahl der Dateien und ob das optimierbar ist. Ja, sollte man machen. Komme ich ganz zum Schluss nochmal drauf. Ich habe so ein paar low-hanging fruit zusammengefasst, was man machen muss. Und Anzahl der Dateien ist was ganz Simples, aber effektiv. Viele Webseiten haben über 300 Dateien. Guck mal dir Spiegel.de an. Ich weiß nicht, wie viele Dateien die haben, aber mit Sicherheit mehr als 100. So, der nächste Schritt ist, Wissen über die Webseite anwenden. Das heißt, wir wissen ja, wie der Browser arbeitet. Wir müssen ihm das jetzt so entsprechend hinfüttern, dass er optimal arbeiten kann. Und da sehen wir jetzt bei diesem Kopfbild 1, das ist dieses Hintergrundbild, das wird geladen erst hier. Ich habe mir jetzt den Code nicht genau angeguckt, aber ich nehme an, es wird von einem JavaScript-Code geladen. Das JavaScript wird nämlich hier geladen und jetzt fängt das hier an und dann habe ich mal geraten. Wir sehen aber hier unten ist, welche Bandbreite verbraten wird. Und wir sehen hier, wir haben am Anfang ein bisschen was und haben wir hier ganz viel, weil diese große Datei geladen wird. Und wir haben aber hier Wüste, das ist nichts. Wir können dem Browser aber sagen, in dem HTML-Header, hör mal, wenn du Zeit hast und wirklich nichts anderes zu tun hast, dann lad doch bitte die Datei schon mal. Ich habe das Gefühl, dass wir den noch brauchen können. Und dann, ich gehe jetzt nochmal gerade zurück, wenn das geht, dann würde nämlich der Browser spätestens hier, wahrscheinlich schon ein bisschen hier, sagen, naja, ich habe jetzt wirklich gerade Langeweile, jetzt ziehe ich mir die Datei schon mal und dann würde ich mir diese Sekunde wieder sparen. Und es kostet mich nichts. Ich muss mir nur die Mühe machen, die Webseite zu verstehen und den Browser zu verstehen. Was Ähnliches gibt es für TCP-Connections. Diese Dateien könnte ich jetzt auch mit dem Prefetch machen, aber ich wollte das andere jetzt auch mal zeigen. Ich habe hier Fonts, Google API.com und Gstatic, sonst was. Und da habe ich das Problem, dass diese TCP-Verbindung ja erstmal aufgebaut werden muss. Das heißt, erstmal muss die DNS-Abfrage gemacht werden und dann muss dieser Three-Way-Handshake gemacht werden, das hin und her. Das ist auch wieder Kleinvieh, das ich mir aber sparen kann. Ich kann nämlich am Anfang sagen, auch wieder in diesem HTML-Header, mach schon mal einen Pre-Connect auf. Wahrscheinlich brauchen wir den gleich. Und spare mir da wieder Zeit an der Stelle. Wieder 200 Millisekunden jeweils. Mit einem Manntag Aufwand wäre die Seite locker um eine Sekunde schneller. Wenn man noch ein bisschen mehr Zeit reinstecken würde, könnte man sogar diese 1000 Millisekunden auf einer 3G-Verbindung schaffen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel. Ich schätze mal, vielleicht 3 Tage. Nur mal, um eine Idee zu geben. Jetzt das nächste. HTTP2 ist ein neues Protokoll, wurde dieses Jahr als RFC veröffentlicht, im Mai oder April. Wir haben jetzt nicht die Zeit, um auf die gesamte Geschichte einzugehen. Google hat irgendwann mal gemerkt, dass mit dem HTTP 1.1 nicht alles so super toll ist und haben sich Gedanken gemacht und haben sie ein Protokoll erfunden, das nannten sie dann Speedy. Und dann hat sich herausgestellt, und die haben natürlich einen riesen Vorteil, die können den Browser und den Server verändern. Und das ist eine sehr schön große Spielwiese, dass das alles super toll ist. Und dann ist dann irgendwann HTTP 2 draus geworden. Komme ich gleich noch, wer das anders unterstützt. Das Tolle an HTTP 2 ist, ich kann über einen TCP-Kanal mehrere Dateien verschieben. Also ich habe Multiplexing und habe dadurch die Bandbreite optimal ausgenutzt. Also dieses Netzwerk-Congestion-Problem habe ich damit optimal gelöst. Ich habe immer die optimale Bandbreite. Plus, ich spare mir die TCP-Verbindung auf dem Server. Wer schon mal einen Webserver administriert hat, der richtig Load bekommen hat, der wird auch schon mal gemerkt haben, die bloße Anzahl an TCP-Verbindungen kann ein Problem sein. Und so bin ich dann von 6 auf 1 runter. Im Schnitt kann ich mit HTTP2 20% Seiten schneller darstellen. Das ist so eine Daumenregel. Alle Evergreen-Browser unterstützen heute HTTP2. Chrome, Safari, Firefox und dieses Windows-Zeug. Also das Windows-Zeug noch nicht ganz, aber sind... Das war so ein schöner Satz, ich muss ihn einfach. Auf der Serverseite sieht es leider anders aus.
Weder Apache noch Nginx haben heute ein fertiges HTTP/2-Modul. Es gibt bei Nginx seit ungefähr 2 Wochen eine Alpha-Version. Beide haben aber schon fertige Speedy-Module. Das heißt, ich gehe ganz stark davon aus, dass dieses Jahr ein HTTP/2-Modul rauskommt. Da muss man einfach mal drauf achten. Dumm ist nur, viele HTTP/1-Optimierungen machen auf HTTP/2 keinen Sinn mehr. Zum Beispiel diese Sache mit den 5 CSS-Dateien. Das kann auf HTTP/2 sinnvoll sein und mich auch nicht keine Strafe kosten, weil ich kann die Dateien ja aneinander ketten. Bei HTTP/1 wäre es so, ich habe immer diesen Versatz, wenn ich also jetzt ein Fenster habe von, sagen wir mal, nehmen wir an 100 KB pro Roundtrip und meine Datei ist aber nur 20 KB groß, dann verschenke ich ja 80 KB. Der Roundtrip wird trotzdem gemacht, aber ich fülle ihn nicht. Und das habe ich mit HTTP/2 besser. Ist Web Performance wirklich so komplex? Ja, und das ist erstmal der Anfang gewesen. Also ich habe wirklich heute erstmal so mal die ganz einfachen Sachen. Das ist noch viel, viel komplexer. Die Low-Hanging Fruits zum Mitnehmen. Das, was jeder selber verändern kann. Death by Redirect. Das ist das, was bei der Rheinzeitung mal gerade eben 20 Sekunden gedauert hat. Nämlich, ich frage mal bei Twitter nach, was ist denn das für eine URL? Dann sagt Twitter mir, das ist eine URL kurz.de, das ist ein URL-Verkürzer von der Rheinzeitung selber. Ist natürlich auch sehr cool. Dann sagt der, ja, das ist eine URL bei der Rheinzeitung, also rheinzeitung.de. Dann sagt die Rheinzeitung mir, ja, du bist ja mobiler User. Ich habe da was ganz Besonderes für dich. Wir haben eine extra mobile Seite. Dann werde ich auf diese mobil.de umgeleitet. Und ich muss immer die DNS-Abfrage machen, ich muss immer den Handshake machen und so weiter. Auf einer langsamen 3G-Verbindung habe ich mal eben gerade 20 Sekunden vertrödet, ohne dass nachher der Server auch überhaupt weiß, dass ich existiere. Das ist ein ganz, ganz häufiges Problem und das kann man ganz leicht selber lösen. Das nächste, wenn es geht, nie mehr als 100 Dateien pro Webseite. Und da ist der Punkt, bei Apache und bei Nginx ist die Default-Konfiguration so, dass der TCP Keep Alive bei 100 liegt. Das heißt, diese TCP-Verbindung wird auf 100 Dateien offen gehalten, dieses Verdoppeln. Und bei der 100. Datei sagt er, naja, jetzt ist auch gut. Und fängt wieder bei 14 KB an. Das sieht man häufig im Wasserfall, da sind dann so Lücken. Bei 100, bei 200. Das nächste, es ist kaum zu glauben, aber es gibt tatsächlich viele Firmen, die haben GSIP nicht aktiviert. Häufig aus, ich weiß es nicht. Das ist aber so low-hanging, das muss man einfach so mitnehmen. CSS und JavaScript immer zusammenfassen, also jeweils zu einer Datei. Grafiken optimieren. Bitte nicht zu schade sein dafür. Das kostet kaum Zeit und es bringt jedem was. Dann, sobald es möglich ist, Umstieg auf HTTP/2. Ist ein bisschen problematisch, weil es ist eine verschlüsselte Verbindung. Das ist also jetzt nicht so einfach zu konfigurieren wie jetzt eine klassische Verbindung. Aber das sind, ich sag mal, das ist ein Tag gut investiert. Und da muss man nicht mehr den Rest verstehen und hat direkt einen Gewinn. Dann statischer Content ist immer am schnellsten. Also wenn ich jetzt ein tolles Blog habe, und dieses Blog braucht aber, das ist ein WordPress-Blog, und aus irgendeinem Grund braucht dieses WordPress-Blog 500 Millisekunden zum Rendern der Seite. Ja, ich poste auf diesem Blog vielleicht einmal die Woche was. Und nicht jede Sekunde. Selbst auf der Nachrichtenseite, also wenn ich jetzt, egal welche Nachrichtenseite ich habe, da mache ich ja nicht jede Sekunde neuen Content. Solange ich diesen Content wieder benutzen kann, dann muss ich den auch wieder benutzen, ob ich den im Cache habe oder. Ich will also immer statischen Content vorziehen. Wenn ich ein System habe, wo ich das schlecht selber abbinden kann, dann kann ich zum Beispiel einen Varnish-Cache davor setzen. Wer dazu Fragen hat, schreibt mir bitte eine E-Mail. Wir laufen hier aus der Zeit, deswegen kann ich da jetzt nicht drauf eingehen. Das ist jetzt quasi mein Geheimtipp, wer mit so Sachen wie Ruby on Rails, Django, Symfony arbeitet, um Webseiten dynamisch zu erstellen, soll man einen Blick aufs Phoenix Framework machen. Das ist richtig, richtig schnell und hat noch ein paar andere Vorzüge. Ich gehe jetzt wegen der Zeit auch nicht weiter darauf ein, das ist mein Geheimtipp. Guckt es euch mal an. Das nächste, ganz klar, wenn ich eine Webseite habe, dann will ich mir die bei Webpage Test angucken.
und auch immer gucken, okay, wie ist das aus anderen Ländern und mal überlegen, wo muss denn meine Seite überhaupt schnell sein. Und ich kann auch die Verbindung einstellen, also 3G oder LTE oder. Wenn ich was dazu lesen will, in der aktuellen X ist ein Artikel dazu, ich glaube, die gibt es aber nur noch 2-3 Tage im Handel, also jetzt am besten direkt nachher an die Tankstelle. Und das hier ist das Buch vom Ilya Grigorik. Das ist quasi die Bibel. Ach Gott sei Dank sind wir nicht in den USA. Ich habe schon gerade gedacht, was hast du gesagt? Also das ist ein gutes Buch. Ist auch kostenlos im Web lesbar. Die Folien habe ich auf speakersdeck/wintermeier. Da kann man sich die URL ziehen. So, wie viel Zeit für Fragen haben wir noch? 5 Minuten, top. So. Du, eben war schon mal da, ja. Ich habe ja gelernt, ich soll die Frage wiederholen, was ich von dem Ansatz halte, alles zu inline. Sehr gut, wenn es Sinn macht. Also Hintergrund ist, man kann Dateien, also zum Beispiel Grafik, nicht nur als Grafik, als Ressource quasi laden mit einem Get, sondern ich kann sie auch kodiert direkt im HTML-Code ablegen. Dann macht der Browser daraus quasi diese Ressource. Das hat... Also wo das sinnvoll ist. Nehmen wir an, ich habe jetzt eine Webseite, die ist an sich beispielhaft 10 Kilobyte groß, komprimiert. Das heißt jetzt nicht nur 10 Kilobyte so, sondern komprimiert 10 Kilobyte groß, HTML. Und ich habe jetzt ein Logo, was sagen wir mal 4 Kilobyte ist. Und das wäre jetzt, in dieser Codierung immer noch 4 Kilobyte. Dann kann ich das mit in diese Indexdatei reinlegen, weil ich bleibe ja in meiner Treppenstufe. Also wir haben ja diese Treppenstufen, 14, 29 und so weiter. Und wenn ich innerhalb dieser Treppenstufe bleibe, dann kann ich natürlich ruhig mehr Content reinlegen. Aber wenn ich denn allein durch diesen Content außerhalb dieser Treppenstufe rauskomme, dann habe ich mir wieder selber ins Knie geschossen. Also man muss, es ist ein guter Ansatz, aber man muss echt überlegen. Und spätestens mit HTTP2 ist es obsolet. Aber ich mache es jeden Tag. Also es ist ein Ansatz, der wichtig ist. Die Amuma.de-Seite ist auf GitHub als Jekyll-Projekt. Da mache ich das auch zum Beispiel für das Logo oben. Da, wenn du willst, kannst du dir angucken. Wo das etwa hingehen kann. Naja, also du kannst nicht schneller sein als 14 kb. Das ist das Schnellste. Also es, wenn du Code hast von 14 kb, also eine ganz einfache HTML-Seite, kein CSS, kein nichts, dann wäre das Schnellste, was du machen kannst. Und dann nützt es auch nichts, wenn du da nochmal Buchstaben einsparst. Weil, nee, meine Kunden haben ja, also im Idealfall haben meine Kunden ein Time-Budget. Und sagen, wir möchten innerhalb von 2 Sekunden ausliefern auf das Device. Dann kann man mit diesem Time-Budget arbeiten. Das Schlimmste ist, wenn der Kunde sagt, so schnell wie es geht. Dann weiß ich schon, nee, das will er gar nicht. Weil so schnell wie es geht, da fängt er an zu heulen. Also das ist immer, man muss immer, gerade bei größeren Firmen sind ja auch verschiedene Abteilungen drin. Dann kommt Marketing, dann kommt der. Und die wollen ja alle mitmischen und dann ist es immer ein Kompromiss. Und wenn man sowas gut angeht, dann sagt man irgendwann im Projekt, okay, wir haben jetzt das Time-Budget und für jedes neue Feature auf der Webseite müssen wir entweder ein anderes Feature optimieren, dass wir es noch da reinbekommen, oder wir schmeißen ein anderes Feature raus. Anders geht's nicht. Lest dir mal das hier durch. Wenn du damit fertig bist, schreibst du mir nochmal eine E-Mail. da war eine Frage. Was hältst du jetzt von ModsBeanie oder ModsPageSpeed? Das sind ja Module, wo man das. Okay, was ich von ModsPageSpeed halte. Ah, ich fand das mal total toll. Das war eine große Versprechung. Ich habe schon fast den Versprecher gehabt, ein großes Verbrechen. Es hat nicht das gehalten, was es versprochen hat.
Es ist sehr aufwendig. Das war als magisches Modul gedacht, was man in den Apache reinklemmt noch zwischen seiner Applikation und dem Rest der Welt, was dann automatisch diese Optimierung macht. Faktisch, ich habe nie gefunden, dass es wirklich die Arbeit wert war. Es ist besser, also HTTP2, ganz klar, das ist der Weg. Noch eine Frage? Gut, dann vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Auch nochmal danke an die Veranstalter. 10 Jahre, das ist richtig viel Arbeit und es ist eine gute Sache. Und danke für die Einladung.